Angelegenheit ist dringlich, Lady Josephine. Dessen bin ich mir bewusst, ehrwürdige Mutter. Sie müssen so schnell es geht zurück nach Val Royaux. Sie feiern dort Zeremonien, Weihen. Der Erbauer steht uns bei. Das ist im Moment leider unmöglich. Ich werde mich der Sache aber sobald es geht annehmen. Lord Inquisitor? Bitte, können wir uns kurz unterhalten? Was kann ich für euch tun, ehrwürdige Mutter? Nun, da die politischen Unruhen hinter uns liegen, kreisen unsere Gedanken nur noch um eine Frage. Wer wird die nächste Göttliche? Allerdings können wir sie ohne die linke und die rechte Hand der göttlichen Justinia der Fünften nicht beantworten. Es ist, wie ich bereits sagte, ehrwürdige Mutter. Lady Liliana und Sucherin Cassandra können im Augenblick nicht von ihren Pflichten entbunden werden. Aber angesichts der Unterstützung durch das Reich wird der Verlust zweier Seelen der Inquisition doch gewiss nicht schaden. Warum braucht ihr Liliana und Cassandra? Sie waren die engsten Vertrauten ihrer Heiligkeit. Sie symbolisieren ihr Erbe, ihre Hoffnung auf Frieden in Thedas. Sie könnten die obersten Klerikerinnen auf sich einschwören wie keine andere Kandidatin der Geistlichkeit. Ich verstehe nicht ganz. Was verlangt ihr von ihnen? Sie müssen sich um die Nachfolge der Göttlichen bewerben. Alle Kandidatinnen mit der politischen Basis, Justinia zu beerben, sind mit ihr gestorben. Und die, die überlebt haben, sind nicht in der Lage, im Konklave der obersten Klerikerinnen die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen. Die Situation ist völlig verfahren. Lady Liliana und Sucherin Cassandra waren Justinias engste Freundinnen und Beraterinnen. Die verstorbene Göttliche ist noch immer hoch angesehen. Ihr zu Ehren könnten die obersten Klerikerinnen eine von ihnen als Nachfolgerin unterstützen. Wie lange braucht die Kirche die beiden? Wenigstens einige Monate. Und sollte eine von ihnen zur Göttlichen gekrönt werden, würde sie nicht mehr zur Inquisition zurückkehren. Diese Entscheidung müssen Liliana und Cassandra selbst treffen. Und das werden sie auch. Irgendwann. Der Inquisitor ist gerade erst zurückgekehrt und muss sich wichtigen Angelegenheiten widmen. Bitte entschuldigt uns jetzt, ehrwürdige Mutter. Lasst sie euren Sieg in Halam Shiral nicht schmälern. Die Unterstützung des Reichs wird die Suche nach den Grauen Wächtern erleichtern. Varric brennt darauf, seinem Freund Hawk zu helfen. Einen für die Kaiserin, für Gaspard, Briella, die Herzogin und Corypheus. Voll auf die 12. Denkt ihr, all diese Leute verdienen dieselbe Behandlung? Nach Halam Shiral? Irgendwie schon. Sie töten allesamt kleine Leute und scheren sich nicht darum. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal, Hauptsache irgendein Arsch wärmt den Thron. Ein hübscher Arsch, zugegeben. Aber wie viele Leben ist der Arsch einer Kaiserin wert? Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Wir haben das Schicksal eines Landes besiegelt. Ich denke, das war die Mühe wert. Natürlich. Orlais wird nie mehr sein, wie es war. Mal davon abgesehen, dass sich nichts ändern wird. Ugh,
Wisst ihr, was das Wichtigste ist, das ich aus diesem Schlamassel gelernt habe? Diese eine Sache: Schlaft nicht mit Kaiserinnen. Denn nur darum ging es die ganze Zeit. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Es ging um weit mehr als den Streit zweier Liebender. Oh, sicher. Doch, wirklich. Wegen dem Loch im Himmel? Pff. Schwachköpfe gab es vorher schon und wird es auch danach geben. Vielleicht sollte ich mir ein paar Pfeile aufheben, was? Alles gut, wie es aussieht. Wir greifen jetzt also Wächter an. Scheiße. Ist ja großartig. Sarah, ich fürchte, ihr passt nicht recht zu uns. Ich passe nicht zu euch? Seid ihr verrückt? Ihr kämpft gegen Löcher im Himmel und schickt eure Leute in die Wüste? Nein, nicht eure Leute. Nur mich. Schon klar. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ihr solltet jetzt gehen. Ach, dafür fällt es mir leicht zu sagen, dass ihr mich mal könnt. Ich lasse mich nicht rauswerfen. Ich kündige. Tatsächlich war ich nie hier. Eine Jenny in der Inquisition? Sie ist volksnah. Das war sie schon immer. Scheiß doch die Wand an! Ich muss dringend ein Wörtchen mit meinem Verleger reden. Genau genommen sind es zwei. Du und Miss Cal. Er behauptet seit Jahren, meine Kriminalromane würden sich in Orléans nicht verkaufen. Aber warum will der Rat der Herolde dann Autogramme von mir? Tut mir leid, ich schweife ab. Egal, kann ich euch irgendwie helfen? Wir stehen im Mittelpunkt von allem. Das Geschäft läuft gut. Es könnte aber noch besser sein. Du denkst, wir sind hier fertig. Auf zu neuen. Wie ihr befehlt. Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halam Shiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Es ist auch nicht gerade alltäglich, dass man mit ansehen muss, wie die Kaiserin von Orléans beinahe Opfer eines kaltblütigen Mordes wird. Nicht auf derart dreiste Weise, nein. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren immer stärker in geschlossenen Kreisen abgespielt. Und Corypheus hat sich das geschickt zunutze gemacht. Es ist beunruhigend, dass nur so wenige Angehörige des Orlesianischen Hofes von den Machenschaften der Herzogin wussten. Die Kaiserin war sich bewusst, dass sie in Gefahr schwebte. Sie ist immer in Gefahr. Diejenigen, die ihr loyal gegenüberstehen, hätten wachsamer sein müssen. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Der engstirnige Klüngel, die verächtlichen Halbwahrheiten, all die abschätzigen Blicke. Es hat mich an Zuhause erinnert. Dieses Gefühl kenne ich, Inquisitor. Hoffen wir einfach, dass der nächste Ball, den eine unserer Familien veranstaltet, ruhiger ausfällt als dieser. Ich hatte gehofft, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevarra erhalten. Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Dann hat sich die Inquisition mit ihren Taten offenbar ihren Respekt verdient. Andernfalls hätten sie uns niemals kontaktiert. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevarra und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevarra die Treue schwören. Was würdet ihr tun, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Angesichts seiner angespannten Beziehung zu Orléans? Ich würde dem Reich helfen. Es ist schwer, ihre Freundschaft zu gewinnen. Marcus' Tage sind gezählt. Langfristig ist Tevinter die bessere Wahl. Ich habe Verwandte in Nevarra. Wenn ihr dem Archon gut zuredet, könnten die Trevelyans König Marcus überzeugen, dass wir beiden Ländern helfen sollten. Die Inquisition soll sich also in Tevinter und Nevarra anbiedern? Das wäre perfekt.
War das nicht großartig im Winterpalast? Ihr habt eine Kaiserin gerettet und jetzt frisst sie euch aus der Hand. Allein die Vorstellung. Bei all diesen Tänzen der Politik und den Morden bekomme ich ein bisschen Heimweh. Das ist etwas, das ihr tatsächlich vermisst? Wer würde das nicht? All die Dramen, die Skandale, das vorsichtige Taktieren. In meiner Heimat stürzen wir uns mit der Heftigkeit eines Krieges in gesellschaftliche Angelegenheiten. Die Schlacht ist gewonnen, wenn Blut fließt. Der Spaß hält sich in Grenzen, wenn man das Opfer ist. Aber dem zuzusehen? Du meine Güte, natürlich! Übrigens, ich hoffe, ihr habt den Schinken gekostet, den sie aufgetischt haben. Er hat nach Verzweiflung geschmeckt. Absolut faszinierend. Ich sollte gehen. Natürlich. Es ist also wahr. Einige sehen Cassandra oder sogar mich als Justinias Nachfolgerin. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich möglich wäre. Andererseits, wenn die anderen Kandidatinnen aus dem Rennen wären... Strebt ihr danach, die Göttliche zu werden? Als Justinia noch lebte, hätte ich jeden ausgelacht, der auch nur angedeutet hätte, ich könnte ihre Nachfolgerin werden. Die Dinge haben sich geändert. Und doch bin ich mir nicht sicher. Der Wiederaufbau der Kirche wird dem Versuch ähneln, ein sinkendes Schiff durch einen Sturm zu steuern. Wer auch immer die Göttliche wird, hat meine Unterstützung, falls sie sie brauchen sollte. Ich bin mir sicher, wer auch immer die Göttliche wird, wird die Unterstützung der Inquisition dringend brauchen. Die Kirche ist geschwächt, aber sie hat immer noch Einfluss auf die Leute. Wer sagt den Leuten, was richtig ist? Auf wen verlassen sie sich in Zeiten der Not? Eine Göttliche mit genügend Unterstützung kann die Kirche und mit ihr auch ganz Thedas verändern. Aber diese Diskussion ist verfrüht. Falls Korypheus siegt, wird die Suche nach einer neuen Göttlichen das kleinste unserer Probleme sein. Varric wusste also die ganze Zeit über, wo der Champion war. Das war das letzte Mal, dass wir Cassandra ein Verhör überlassen haben. Ihr scheint ziemlich viele Leute zu kennen. Ich habe mir Freunde und hin und wieder auch Feinde gemacht. Das ist unvermeidlich. Was wisst ihr über Morrigan? Sie hat sich verändert. Früher war sie so unausstehlich, grausam. Sie sagte Dinge nur, um andere zu verletzen. Jetzt sind ihre scharfen Kanten abgeschliffen. Mag sein, dass Kiran der Grund dafür ist. Er wirkt so normal wie jeder andere Junge auch. Und er ist so höflich. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Ich meine... Ach, vergesst es. Wir können diese Unterhaltung später fortsetzen. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich habe sie euch mitgeteilt. Erwartet ihr etwa, dass ich sie wieder ändere? Ich erwarte, dass ihr euer Wort haltet. Es ist grauenhaft. Ich kann... Ihr habt so wenig Vertrauen in euch selbst. Das alles ist sinnlos, wenn ich nicht fähig bin, meine wenigen verbliebenen Eide zu halten. Ist es euch wichtiger, das Gesicht zu wahren, als zuzugeben? Wir werden uns später darüber unterhalten. Und da sagen die Leute, ich wäre verbohrt? Das ist lächerlich. Hat euch Cullen erzählt, dass er kein Lyrium mehr nimmt? Ja, er hat in dieser Angelegenheit auf eure Einschätzung vertraut. Heute war er nicht an meiner Einschätzung interessiert. Cullen hat mich gebeten, einen Ersatz für ihn zu finden. Ich habe abgelehnt. Es ist nicht notwendig. Abgesehen davon würde es ihn vernichten. Und das, nachdem er so weit gekommen ist. Können wir irgendetwas tun, um ihn umzustimmen? Wenn jemand es kann, dann ihr. Die Magier haben offengelegt, was sie erleiden mussten. Die Templer hingegen haben das nie getan.
Sie sind mit Geist und Seele an den Orden gebunden. Und es gibt immer jemanden, der ihre Leine aus Lyrium in der Hand hält. Cullen hat die Chance, sich von dieser Leine zu befreien, um sich selbst und allen anderen, die es wollen, zu beweisen, dass es möglich ist. Er kann es schaffen. Das wusste ich schon, als wir uns in Kirkwall begegnet sind. Redet mit ihm. Entscheidet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Beim Atem des Erbauers. Ich habe euch nicht reinkommen hören. Ich... Bitte entschuldigt. Cullen, wenn ihr über etwas reden müsst. Ihr müsst das nicht... Ich wollte nie, dass es mich derart beeinträchtigt. Ich glaube euch. Und ihr seht ja, was euch das einbringt. Versprechen sind bedeutungslos, wenn man sie nicht halten kann. Ihr habt gefragt, was im Zirkel von Ferelden geschehen ist. Er wurde von Abscheulichkeiten überrannt. Die Templer, meine Freunde, wurden abgeschlachtet. Ich wurde gefoltert. Sie versuchten, meinen Geist zu brechen, und ich... Wie kann man noch derselbe sein, nachdem man so etwas erlebt hat? Aber ich wollte im Dienst bleiben und wurde nach Kirkwall versetzt. Ich vertraute meiner Kommandantin. Und wofür? Ihre Angst vor Magiern endete im Wahn. Der Zirkel von Kirkwall fiel. Unschuldige starben auf den Straßen. Versteht ihr denn nicht, dass ich mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben will? Natürlich verstehe ich es. Ich... Nicht. Ihr solltet meine Taten hinterfragen. Ich dachte, das hier würde mir helfen. Mir die Kontrolle über mein Leben zurückgeben. Aber ich bekomme diese Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Wie viele Leben hängen von unserem Erfolg ab? Ich habe mich dieser Sache verschworen. Ich werde der Inquisition nicht weniger geben als der Kirche. Ich sollte es nehmen. Ich... Ihr gebt genug, Cullen. Mehr verlange ich nicht von euch. Die Inquisition kann eure Chance auf einen Neubeginn sein, wenn ihr es wollt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Es ist möglich. Also gut. Zunächst einmal, das hier war nicht meine Idee. Es ist eine Frage von Titeln und Erbfolgen und... Halam Shiral hat Schwierigkeiten, jene Handelsrouten freizugeben, die früher von Herzogin Florian kontrolliert wurden. Hätte sie vor Gericht gestanden, wäre ihr Besitz eingezogen und erhebliche Bürokratie vermieden worden. Also bitten Sie jetzt uns, über sie zu urteilen. Muss ich das wirklich verstehen? Ich richte über eine Kiste. Das war die vorgeschriebene Zeit, um Gegenbeweise vorzulegen. Durch ihre Verbrechen verfällt jeglicher Anspruch auf... Entschuldigt aber dieser Geruch. Großherzogin Florian de Chalon... Ich erkläre euch für schuldig. Euer Anspruch auf jeglichen Besitz ist hiermit verwirkt. Das sollte doch wohl genügen, oder, Josephine? Ich denke schon, Inquisitor. Und glaubt mir, es tut mir leid. Bitte denkt darüber nach, Lady Cassandra. Die Klerikerinnen sind immer noch uneins. Wenn niemand vortritt, debattieren sie bis... Und ihr denkt, ich könnte sie zu einer Einigung bringen? Ich habe für einen Tag genug gehört, Mutter Giselle. Redet mit ihr, euer Gnaden.
Gibt es ein Problem? Es wirkt, als würde sie euch belästigen. Mutter Giselle ist freundlich und sie meint es gut, aber ja, sie belästigt mich. Ich nehme an, ihr habt schon gehört, dass Liliana und ich Kandidatinnen für die Nachfolge der Göttlichen sind. Der Grund dafür sind natürlich die Geschehnisse in Halam Shiral. Das Kaiserreich steht hinter euch und somit auch hinter jedem, der euch nahe steht. Also wirft die Kirche jetzt unsere Namen ins Rennen, ohne uns auch nur gefragt zu haben. Wie könnt ihr und Liliana Kandidatinnen sein? Ihr seid noch nicht mal Priesterinnen. Dergleichen ist schon vorgekommen. Emara, die Dritte, war die Schwester des Kaisers. Und Galatea war eine Bürgerliche. Liliana und ich waren zumindest einst Teil der Kirchenhierarchie. Es wäre also annehmbar. Wenn Sie schon jemanden außerhalb der Priesterschaft in Erwägung ziehen, warum dann nicht auch mich? In erster Linie deshalb, weil ihr ein Mann seid. Wenn sie euch als Kandidaten benennen, könnten sie sich gleich dem Reich von Tevinter anschließen. Der wahre Grund ist allerdings vermutlich, dass sie euch fürchten. Jemand von eurer Bedeutung würde den Sonnenthron zusammenbrechen lassen und die Kirche auseinanderreißen. Ich verstehe nur nicht, wie sie darauf kommen, dass es bei Liliana oder mir besser sein könnte. Wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihnen das. So sollte es mit Sicherheit niemals kommen. Die Kirche, der Zirkel der Magi, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Die Kirche ist gescheitert, Cassandra. Es ist entmutigend, das aus dem Munde eines Gläubigen zu hören. Wusstet ihr, dass Rarik ein Anhänger Andrastes ist? Oh, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug, aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern. Und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Eure Entschlossenheit ist bewundernswert. Manche Männer würden es eine eher unattraktive Eigenschaft nennen. Ich bin aber keiner dieser Männer. Ihr seid nicht die einzige Kandidatin. Was ist mit Liliana? Liliana sagt, sie wolle Justinias Vermächtnis weiterführen. Aber unsere Erinnerungen an sie sind unterschiedlich. Justinia wusste, dass die anderen Klerikerinnen und die Leute nur einen gewissen Grad von Veränderung akzeptieren würden. Ich denke, Liliana würde jegliche Tradition verwerfen und von Neuem beginnen. Und das würde uns alle ins Chaos stürzen. Was an der Kirche würdet ihr verändern? Der Zirkel der Magi hat seine Berechtigung, aber er muss reformiert werden. Die Magier sollten sich mit unserer Hilfe selbst verwalten. Die Templer dürfen nicht länger die Kerkermeister der Magier sein, sondern sollten die Unschuldigen beschützen. Wir müssen wachsam sein, aber auch voller Mitgefühl für sämtliche Bewohner von Thedas, ob sie nun Menschen sind oder nicht. Das ist es, was ich verändern würde. Dann ist das eure neue Mission? Noch habe ich mich zu nichts bereit erklärt. Und wenn euch die Kirche darum bittet? Dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wiederherzustellen und Korypheus aufzuhalten. Sagt Bescheid, wenn ihr einen findet. Das war gute Arbeit, Voth. Diese verderbten Nax stecken niemanden mehr an. Shade, danke, dass du geholfen hast, Lady Montier zu eskortieren. Schon gut.
Sie ist toll, oder? Wir trainieren hart, Inquisitor. Ihr habt die besten Leute und wir werden euch helfen. Weißt du, was für eine Schiffreit war? Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wollten. Ja, das hätte alles deutlich einfacher gemacht. Die Farben waren allerdings schön. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. So geht es uns allen. Inquisitor, falls ihr den Kommandanten sucht, er wollte zu einer Unterredung mit Sucherin Pentagast. Ist mit eurem Tee etwas nicht in Ordnung? Es ist Tee, ich hasse dieses Zeug. Nur leider muss ich heute Morgen meine Träume aus dem Kopf bekommen. Und ich muss euch vielleicht um einen Gefallen bitten. Ihr müsst nur ein Wort sagen. Eine meiner ältesten Freundinnen wurde von Magiern gefangen genommen und versklavt. Ich hörte ihren Hilferuf, als ich geschlafen habe. Natürlich helfe ich euch. Was haben diese Magier getan, um eure Freundin gefangen zu nehmen? War es Blutmagie? Ein Beschwörungskreis, würde ich sagen. Wie bitte? Meine Freundin ist ein Geist der Weisheit. Und im Gegensatz zu jenen Geistern, die sich darum reißen, durch die Risse in unsere Welt zu kommen, hat sie sich im Nichts äußerst wohlgefühlt. Sie wurde gegen ihren Willen beschworen und braucht meine Hilfe, um ihre Freiheit wieder zu erlangen und ins Nichts zurückkehren zu können. Also gut. Lasst uns eure Freundin retten. Ich danke euch. Bevor ich aufgewacht bin, konnte ich spüren, wo sich meine Freundin befindet. Ich markiere den Ort auf unserer Karte. Ich danke euch, Inquisitor. Nicht weit von hier wurde mein Freund beschworen. Hier ist alles verschwommen. Er will vergessen, doch es ist zu spät. Einer der Magier. Von Pfeilen getötet, wie es aussieht. Banditen, wie es scheint. Das hier sind keine Magier. Die Leichen sind verbrannt und diese Klauenspuren... Nein. Nein, nein, nein! Meine Freundin! Die Magier haben eure Freundin in einen Dämon verwandelt. Ja. Ihr sagtet, sie sei ein Geist der Weisheit, keine Kämpferin. Ein Geist, dem seine ursprüngliche Bestimmung verweigert wird, verwandelt sich in einen Dämon. Sie haben sie also für etwas beschworen, das ihrem Wesen derart widersprach, dass sie verdorben wurde. Für den Kampf. Fragen wir sie. Ein Magier! Ihr gehört nicht zu den Banditen? Habt ihr zufällig Lyrium-Tränke bei euch? Die meisten von uns sind völlig entkräftet. Wir haben gegen diesen Dämon gekämpft. Ihr habt diesen Dämon beschworen! Nur, dass sie damals noch ein Geist der Weisheit war. Ihr habt sie gezwungen zu töten. Ihr habt sie gegen ihre Bestimmung gewandt. Ich verstehe, dass es für jemanden, der die Dämonen nicht studiert hat, verwirrend sein mag. Aber da ihr uns geholfen habt, kann ich... Wir sind nicht hier, um euch zu helfen. Wollt ihr einen Rat? Ich würde mich damit zurückhalten, meinem Freund hier zu erklären, wie es sich mit Dämonen verhält. So hört mir doch zu. Ich war einer der führenden Experten im Zirkel von Kirkwall.
Schweigt! Ihr habt sie beschworen, damit sie euch vor den Banditen beschützt. Ich... Ja. Ihr habt sie gebunden, zum Gehorsam gezwungen und ihr dann befohlen zu töten. Das war der Moment, in dem sie sich verwandelt hat. Der Beschwörungskreis. Wenn wir ihn durchbrechen, durchbrechen wir auch die Bindung. Kein Befehl zu töten, kein Widerspruch zu ihrem Wesen, kein Dämon. Was? Die Bindung ist das Einzige, was diesen Dämon daran hindert, uns zu töten. Was auch immer er zuvor gewesen sein mag, jetzt ist er ein Monster. Inquisitor, bitte! Ich habe derartige Rituale studiert. Ich sollte in der Lage sein, die Bindung innerhalb kürzester Zeit zu unterbrechen. Ich danke euch. Wir müssen uns beeilen! Es tut mir leid, Solis. Das muss es nicht. Wir haben ihr einen letzten Augenblick des Friedens geschenkt. Das ist mehr, als ihr vielleicht ansonsten vergönnt gewesen wäre. Alles, was jetzt bleibt, sind Sie. Habt vielen Dank. Wir hätten keine Beschwörung riskiert, aber die Straßen sind zu gefährlich, um ohne Schutz zu reisen. Ihr habt meine Freundin gefoltert und getötet. Wir wussten nicht, dass sie nur ein Geist war. In dem Buch stand, sie könnte uns helfen. Diese Narren. Ich brauche ein wenig Zeit für mich. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Egal, wie lange ich das hier anstarre, ich komme einfach nicht weiter. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, vielleicht. Wir haben bei dem Angriff auf Haven so viele rote Templer gesehen. Vielleicht sogar alles, was vom Orden noch übrig war. Wen wir jedoch nicht gesehen haben, war Lord Sucher Lucius. Um genau zu sein, war unter den roten Templern kein einziger Hinweis auf irgendeinen Sucher zu finden. Und auch sonst nirgends. Ich befürchte, langsam Korypheus könnte sie eingesperrt haben. Es bedeutet euch offenbar viel, sie zu finden. Ich habe den Orden verlassen, aber ich könnte ihn niemals aufgeben. Dabei kann ich nicht einmal behaupten, dass es von Vorteil wäre, ihn zu retten. Er wäre der Inquisition nicht freundlich gesonnen. Und dennoch, wenn es eine Chance gibt... Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn wir einige Ressourcen erübrigen könnten, um diesen Spuren nachzugehen. Das sind Talons Leute. Sieht aus, als hätten sie sich gewehrt, aber die meisten von ihnen waren unbewaffnet. Die armen Schweine hatten keine Chance. Ihr müssten eigentlich Soldaten der Inquisition sein. Das sind unsere Männer. Noch mehr Landsleute. Sollten Sie begrüßen?
Lyrios Männer hatten einen Teil eines Siegels. Wissen Sie überhaupt, was es öffnet? Die Elfen hätten nicht sterben müssen. Wir sollten uns umsehen. Thank you.
Das ist es. Was auch immer Taven gesucht hat. Es ist hier. Ein Bericht über Rotkreuz. Der Angriff der Elfen auf die Stadt war der Auslöser für den erhabenen Marsch gegen die Dales. Wir sollten ihnen den Dalish übergeben. Sie haben ein Recht darauf. Ich denke, der Bericht wäre auch für die Kirche interessant. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe in Dinan Hanin etwas über Rotkreuz in Erfahrung gebracht. Wenn ihr bei den Smaragdgräbern wart, habt ihr dann Taven und die anderen gesehen? Sie wurden getötet. Tut mir leid. Mir auch. Aber es überrascht mich nicht. Danke, dass ihr mir die hier gebracht habt. Sie ist Teil unserer Geschichte und wir werden sie in Ehren halten. Mögen eure Götter über euch wachen, mein Freund. Inquisitor. Wie geht es euch, Solas? Es schmerzt. Das tut es immer, aber ich werde es überleben. Danke, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr wart ein wahrer Freund. Ihr habt getan, was ihr konntet, um zu helfen. Ich konnte euch doch nicht im Stich lassen. Wohin seid ihr gegangen? Ich fand ein ruhiges Plätzchen und ruhte mich aus. Ich besuchte den Ort im Nichts, an dem sich mein Freund immer aufhielt. Es ist leer. Doch in der Leere regt sich Energie. Eines Tages könnte dort etwas Neues entstehen. Was passiert, wenn ein Geist stirbt? Etwas gänzlich anderes als bei Sterblichen. Die Energie des Geistes kehrt in das Nichts zurück. Wenn die Idee, die dem Geist seine Gestalt gibt, stark ist, oder die Erinnerung andere Geister geformt hat, kehrt er vielleicht eines Tages zurück. Heißt das, euer Freund kehrt vielleicht zurück? Nein, nicht wirklich. Der natürliche Zustand eines Geistes ist eine friedvolle Semi-Existenz. Er kann die Realität nur selten reflektieren. Vielleicht formt sich eines Tages etwas Ähnliches, jedoch mit einer völlig anderen Persönlichkeit. Er würde sich vermutlich nicht an mich erinnern. Er wäre nicht mehr der Freund, den ich kannte. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. In Ordnung. Danke nochmal. Ich
Ich habe gehört, dass die Inquisition die verschwundenen Sucher aufgespürt hat. Kaer Oswin also. Ich hätte Ben Lauren nicht für die Art von Adligem gehalten, der sich in diesen Krieg hineinziehen lässt. Je früher wir uns auf den Weg dorthin machen, desto früher kann ich mit dieser Sache abschließen. Danke. Kaer Oswin, wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Also hat Korypheus die Sucher an diese Kultisten verkauft? Und die haben die Chance natürlich beim Schopf gepackt. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Ob schon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Ihr klingt besorgt. Das bin ich. Die Sucher sind meine Familie.
Daniel! Daniel, könnt ihr mich hören? Cassandra? Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. Die Verheißer werden für ihre Taten bezahlen. Nein, der Lordsucher! Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Er hat uns hierher geschickt, einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Val Ruayo begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... hierher gekommen ist. Cassandra. Das ist jetzt nicht die Zeit für Mitgefühl. Wartet. Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Er war mein Schüler. Und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lord Sucher Lucius aufspüren. Lordsucher Lucius. Cassandra. Und der Mann an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor. Ihr müsst außerordentlich stolz auf euer Werk sein. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Oh ja. Genau wie ihr heute haben wir einst darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten, sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche, die Zirkel der Magi, einen Krieg, der niemals enden wird. Wir sind nicht die ursprüngliche Inquisition. Was solltet ihr auch sonst sagen? Dann habt ihr das alles nur getan, weil ihr unseren Orden hasst? Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen,
Aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Und das hier war das Richtige? Lordsucher, was ihr getan habt. Ich weiß. Was Korypheus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ich habe einen neuen Orden anstelle des alten erschaffen. Die Welt wird enden, damit wir von Neuem beginnen können. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Erklärung. Könnte ihn Korypheus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Suche außer Gefecht zu setzen? All diese sinnlosen Tode. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Wurde seit der alten Inquisition von Lordsucher an Lordsucher weitergegeben. Und jetzt ist es mir zugefallen. Geht es euch gut? Ihr seht erschöpft aus. Im Gegenteil. Es ist ein großes Vergnügen. Ich bin absolut fasziniert. Oh, das war ein Witz. Wisst ihr, was das Ritual der Besänftigung ist? Es ist das letzte Mittel, das bei Magiern im Zirkel angewandt wird. Es macht sie unfähig zu zaubern, nimmt ihnen aber auch jegliche Träume und Gefühle. Es sollte nur bei jenen zur Anwendung kommen, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können. Nur leider war das nicht immer der Fall. Es nimmt ihnen jegliche Gefühle? Das klingt... Ich habe es immer als ein notwendiges Übel erachtet. Was den Magieraufstand letztendlich ausgelöst hat, war die Entdeckung, dass das Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht werden kann. Der damalige Lordsucher hat es vertuscht, auf unerbittliche Weise. Es gab Tote. Es war ein gefährliches Wissen, und der Schock über diese Entdeckung in Verbindung mit dem, was in Kirkwall geschah, offenbar wussten wir aber schon immer, wie man das Ritual rückgängig macht. Von Anfang an. Dann hätte der Aufstand also verhindert werden können. Womöglich. Aber er hatte sich schon seit langem angebahnt, aus vielerlei Gründen. Wir haben das Ritual der Besänftigung erschaffen. Ich habe euch doch von meiner Wacht erzählt, von den Monaten, in denen ich mich von jeglichen Gefühlen befreit habe. Ohne es zu wissen, wurde ich zu einer Besänftigten gemacht. Dann wurde durch die Wacht ein Geist des Glaubens beschworen, der meine Seele berührte. Das durchbrach die Besänftigung und bescherte mir meine Fähigkeiten. Die Sucher haben dieses Geheimnis mit niemandem geteilt. Weder mit mir noch mit der Kirche. Noch nicht einmal mit... Und das ist nicht alles. Lucius hatte recht, was den Orden betrifft. Ich wollte die Sucher wieder aufbauen, wenn wir erst gesiegt haben. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt verdienen. Baut die Sucher wieder auf. Macht sie besser, als sie waren. Ich danke euch. Allein hätte ich es niemals geschafft. It is difficult to bear what happened here. You walked out of the Fade, and our soldiers found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived?
At this moment, you are the only threat I see. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the Breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. Raining demons out here. We will close the breach. We will find those responsible and we will restore order. Whatever we were before, we are now the Inquisition.